Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute ein dunkles Video, aber Sie werden gleich sehen, da kommen Taschenlampen zum Einsatz, deswegen dunkel. Und zwar möchte ich Ihnen was vorstellen, also ich sage Ihnen gleich, ich bekomme hierfür keinen Cent. Aber ich wurde hier ja auch gebeten, Verbesserungen vorzustellen. Und hier habe ich etwas, was ich persönlich als sehr gut für Rentner und ältere Leute sehe. Der Sicherheit wegen, weil ich ja gerade gesagt habe, es wird viele Treppentote in Deutschland durch ein Blackout geben. Und wie sie vielleicht verhindern können und die Sicherheit erhöhen können, nicht nur für Rentner, ist durch dieses kleine Gadget, was ich finde sehr gut ist. Und wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir weiter zu. Das sind 2 Minuten. Da zeige ich Ihnen warum ich das so gut finde. Ich bin LED-Freak übrigens. Das ist eine kleine LED-Lampe, die aber mehrere LED-Lampen hat. Und dann hören Sie mir einfach weiter zu. Und zwar geht es darum, das Teil heißt, wie gesagt, ich bekomme dafür nichts. NL300 wird es verkauft. Und das ist so eine Lampe, die zeige ich Ihnen jetzt mal. Moment, machen wir auf. Erstmal, das ist eine zweiteilige Lampe. Die haben Sie hier. Und zwar einen induktiven Lader, das heißt, hier ist eine Spule drin. Das ist mein Ingenieurskanal. Und hier und da kann ich die einstecken mit einem Stecker. Das Ding hier ist auch drehbar. Und in diesen induktiven Lader wird hier oben eine Lampe hineingepflanzt. So, und der Gag bei dieser ganzen Lampe, Taschenlampe ist das, dass ich hier oben eine Lampe habe und unten habe ich ein Licht. So, und wenn ich diese Lampe jetzt auf Automatik stelle und in Strom stecke, ich habe jetzt das hier mal anderweitig realisiert, stecke ich die hier rein und schalte das auf Auto, dann passiert erstmal gar nichts, weil diese Lampe zusätzlich noch einen Sensor hat. Den sehen Sie da unten, einen Lichtsensor. Okay, so. Und jetzt ist es so, und wenn jetzt bei Dunkelheit, wenn jemand mal nachts aufs Klo muss oder sowas, passiert in meinem Alter auch schon öfters mal, besonders wenn man viel Bier trinkt, und dann will der ja vielleicht nicht sofort das volle Licht anmachen und will Sicherheit haben, dass man gewisse Beleuchtung hat. Und dann machen wir das Licht aus. Deswegen habe ich hier diese Düsenbeleuchtung. Und dann geht es nicht. Doch, hier. Die ist noch nicht ganz voll, das Teil. Und dann habe ich hier unten die Beleuchtung des Bodens durch dieses Nachtlicht. Also das Nachtlicht ist immer an. So, dieses Nachtlicht ist immer an, wenn... Ja, das ist es immer an und beleuchtet aber nur den Boden, aber leuchtet niemandem ins Gesicht und dann sieht man, wo man hinläuft. Also es gibt eine gewisse Sicherheit. So, und der Gag oder Gimmick bei der ganzen Geschichte, ich kann hier entweder rausziehen das Ding, ich kann es aber auch anders lösen. Wir sind jetzt auf Automatik-Mode und wenn ich jetzt eben das, wenn jetzt beispielsweise der Strom ausfällt, kann man auch so machen, eben Blackout, dann machen wir so und dann ist plötzlich die, dann ist die Taschenlampe an und strahlt nach oben. Und erstens weiß man dann, dass der Strom ausgefallen ist, weil unten das Licht nicht leuchtet. Das dann erst wieder leuchtet, wenn der Strom angeht. Dann leuchtet unten das Licht oder oben geht dann oben die Lampe aus. Und man hat gleichzeitig eine LED-Taschenlampe an Bord, die man ein- und ausschalten kann, was auch eine gewisse Sicherheit gibt. Sie wollten wissen, manche Leute, wie ich die Welt verbessern würde. Das habe ich schon zweifach verschenkt. Es bewährt sich seit Jahren in diesem Hause hier, und zwar 5 Meter entfernt. Ich kann das Teil empfehlen. Zur Sicherheit. Und danke Ihnen für Ihr Gehör. Vielleicht habe ich damit eine Freude gemacht. Ich habe es auch verschenkt, wie gesagt. Und die Person, der ich es geschenkt habe, die war begeistert. Vielen Dank für Ihr Gehör. Wie gesagt, Blackout-Vorsorge für ältere Leute finde ich sowas nicht schlecht. Kostet um die 10 Euro, glaube ich, so ein Teil. Dankeschön fürs Zuhören.